Nur Mario. Mario ist Kommunist. Okay, warte mal, nee, Mario ist ein Weep. Wie konnte ich das vergessen? Mario stimmt, ist ein Weep. Den müssen wir uns noch genauer anschauen. Wir sehen uns. Ja, geht zu Anni. Bis gleich. Bye bye. Okay. Bye bye. So. Wir sehen uns dann gleich, Ute. Dann machen wir den Speedorano. Den Speedorano. Den Douche Run. So, ich muss meine Switch anmachen. Das funktioniert sogar tatsächlich. Oh mein Gott. Ich verabschiede, Mann. Oh mein Gott, vielen lieben Dank an Ultra Plykens für den Huge Host. Raid sogar. Es ist sogar ein Raid und. Oh nein, mein Pro Controller ist leer. Unangenehm! Aber ich hier. Der Joke mit dem Ultra Plykin wird auch niemals. Kann man eventuell das hier als Ladegerät benutzen? Das dachte ich mir gerade eben. Das ist ein bestimmt sehr witziger Witz, meine kleine SNES hier. Ich sollte irgendwann mal einen SNES-Stream machen mit der SNES Mini. Ich weiß aber nicht, warum ich das in meiner. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, ich habe es in meiner Box hier drin, wo alle Kabel drin sind. Ich weiß nicht, warum da meine SNES drin liegt. Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne wissen, warum ich so denke manchmal. Was ich mir dabei gedacht habe, als ich das getan habe. Ich habe keine Ahnung, wo die Scheiße ist. Das ist jetzt wahrscheinlich gedacht. SNES fängt mit S an. Kabel hat kein S. Ich würde alles, ich muss ein bisschen also den Ton leiser machen. Oh, meine Augen bluten. Früher habt ihr euch immer beschwert, dass ich so leise bin. Jetzt beschwert ihr euch, dass ich zu laut bin. Ihr seid. Euch kann man es auch niemals recht machen, Guys. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich könnte mit den Joy-Cons versuchen zu spielen. Aber ich will nicht mit den Joy-Cons spielen, weil die. Also, ich bin weg. Ich. Ja. Ich sehe das, Guys. Ich suche hier einfach in meinem Kabelsalat noch nach irgendetwas Brauchbarem. Mach das. Das hier ist nichts Brauchbares, oder? Ich kann mich doch nicht mit Kabeln aus, als ob ich Ahnung habe von irgendwelchen Kabeln. Oh, for fuck's sake. Ich hätte es vielleicht davor machen sollen. Egal, wir spielen mit Joy-Cons. Erstmal den Bot anmachen. Nein. Mach ich gleich an. Ah, die Joy-Cons müssten wenigstens laufen. Okay, Joy-Cons laufen. Ich hab schon. Oh mein Gott, das fühlt sich. Ich hab Mario Odyssey nicht drin. Fuck. Hab ich das Spiel wenigstens hier oder muss ich jetzt wirklich nochmal kurz drüber gehen? Ich glaube, ich muss da wirklich nochmal kurz drüber gehen. Well. Wisst ihr was? Da habe ich eine Idee. Da werden wir. Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann keinen Song Request anmachen. Das wäre nicht schlau, weil ich will ja die Sachen tatsächlich auf YouTube sogar hochladen. Dann machen wir Display Capture an. Und wir werden einfach jetzt kurz im Hintergrund einen Song abspielen. Einfach irgendein Persona. 3, 4, irgendwie Persona-Song, so. Weil Persona-Songs sind, werde ich glaube ich nicht getötet für. Oh mein Gott, das ist laut. Wir sehen uns gleich. Okay. Mal schauen, wie laut das ist. Es sollte sehr laut sein. Wir sehen uns gleich. Ich muss schnell. Vergesst es, ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein sehr großer Vollidiot. Der größte Vollidiot, der jemals in diesem Planeten existiert hat. Hallo Tobi übrigens. Mein Autofokus ist super. Hallo Kamera, kannst du bitte funktionieren? Vielen lieben Dank.
Ich habe gerade eben gesucht drüben. Ich habe tatsächlich sogar die Höhle von Mario Odyssey gefunden, okay? War so, oh mein Gott, da wird das Spiel drin sein. Hab's geöffnet, das Spiel war nicht drin. Rate mal, wo das Spiel drin war. Ja, ich weiß. Es war hier in dieser kleinen Dinge drin, die ganze Zeit vor meiner fucking Fresse gelegen hat. Ja, Vogelscheiß heute leicht rein. Also jetzt geht es aber wenigstens. Okay, gut. Wir müssen nur schnell das Spiel wechseln. Ich habe aber tatsächlich auch noch mal kurz geschaut nach dem Ladegerät von meinem Switch Pro Controller. Ich habe es nicht gefunden. Habe es leider nicht gefunden. Also müssen wir jetzt immer noch mit den schlechten Joy-Cons, die leider immer noch einen Drift haben, spielen. Aber ich glaube, wir werden es schon hinbekommen zusammen. Ich glaube an uns. Wenn ihr mir nur eure Kraft gebt, dann werden wir das schaffen. Das Problem ist, ich habe schon seit Jahrzehnten vom Gefühl her nicht mehr mit den Joy-Cons gespielt. Und dadurch, dass sie einen Drift haben, wird es wahrscheinlich heute sehr schrecklich werden. Aber das ist okay. Weil ich bin es gewöhnt, schreckliche Spiele zu spielen. Ich spiele ja Dark Souls. Hallo Outlaw, guten Tag, Mann. Wie geht's dir so, Mann? Weißt du mittlerweile, wie es ist wegen Sanic? Ich hoffe auf jeden Fall, dass du einen guten Tag hattest. Weil ich habe gerade eben eigentlich einen guten Tag gehabt, aber ich stelle mich gerade ein bisschen dümmer an, als ich es eigentlich sein sollte. So, Autofokus muss wieder funktionieren. Perfekt, ich bin sehr stolz auf dich. Okay, wie schlimm. Das Ding ist halt, dieser eine Joy-Con hier, der leuchtet nicht einmal mehr, wenn ihr es sehen könnt. Hier normalerweise ist es immer so ein Licht, das leuchtet nicht mal mehr. Der Joy-Con ist. Ich habe nicht noch was gemacht oder so. Der Joy-Con ist mir, soweit ich weiß, zumindest. Oh nein, das ist der falsche Account. Soweit ich weiß, ist mir der Joy-Con tatsächlich sogar noch niemals runtergefallen oder irgendetwas in dieser Art und Weise. Aber keine Ahnung. Es ist einfach, er driftet und er leuchtet nicht. Ich glaube, das hat irgendetwas miteinander zu tun, weil das hatten übrigens viele. Ich weiß, dass der Mediamarkt und allgemein, mittlerweile ist es ja so, man kann das ja zu Nintendo schicken und die reparieren das kostenlos, ne? Selbst wenn man nicht mehr die Unterlagen hat und so dafür, was Garantie angeht. Oh mein Gott. Das Spiel ist leise. Das Spiel ist sehr leise. Wir machen es lauter. Okay. Ah ja, ich sollte übrigens mal Dinges wieder ausmachen. Wir brauchen nicht mehr Display Capture. Wir haben das darunter sowieso schon. Bro wollte meinen Joy-Cons und Pro Controller reparieren lassen, weil sie auch einen Drift haben und der Typ so, ja, ist billiger, die neu zu kaufen, als bei Nintendo noch reinzuschicken. Und ich so, Junge, 70 Euro für Joy-Cons, wahrscheinlich billig. Manchmal ist Nintendo echt kacke. Nee, also, das war letztes Jahr so tatsächlich. Oh mein Gott, ich hasse es übrigens gerade eben, wie rot gerade eben alles ist. Weg mit dem Bildschirm. Maybe ist Sonntag oder so wäre am meisten am Wochenende. Ja, Wochenende wäre sowieso am meisten. Vor allem, wir haben ja, also ich habe zumindest verlängertes Wochenende und ich glaube, das sollte bei denen auch so sein. Das ist ja dann ein Feiertag. Oh mein Gott, das fühlt sich tatsächlich besser an, als ich dachte, mit Joy-Cons zu spielen. Ich habe damals halt immer mit Joy-Cons gespielt, bevor ich halt erstens Smash gespielt habe, weil Smash willst du nicht mit Joy-Cons spielen, obwohl ich das auch viel zu lange gemacht habe. Obwohl es fühlt sich leicht weird an, tatsächlich gerade mit Joy-Cons zu spielen. Das ist doch ein bisschen länger her, als ich dachte. Und ein bisschen awkwarder. Fühlt sich nicht so gut an wie der Pro-Controller. Was ein Wunder. Nee, also es ist schon wirklich sehr lange her, dass ich mit den Joy-Cons gespielt habe. Wobei, soweit ich mich entsinne, habe ich einmal sogar auch schon mit den Joy-Cons gespielt gehabt, während ich in Berlin war, vor 3 Wochen. Ist immer noch leicht surreal, dass es schon 3 Wochen her ist. Ich komme damit irgendwie nicht hundertprozentig klar, wenn ich ehrlich bin. Vielen lieben Dank für den Morgen übrigens. Mein Tag war okay, bin jetzt aber irgendwie ein bisschen am Kränkeln und schreibe morgen Profi. Uff, uff, uff. Ich bin ja froh, dass ich jetzt fürs Erste bis März halt überhaupt keine. Ah, okay, da hat man den Drift gesehen, fies bei mir. Erstmal überhaupt keine Klausuren schreibe, was sehr entspannt ist, weil Klausuren sind immer ekelhaft. I don't feel so good. Oh, ist Batman. Ich sollte irgendwann mal die Filme schauen, wenn ich ehrlich bin, aber keine Ahnung, ich bin ja kein Filmmensch, bin ich ehrlich. Ich muss mich immer durchboxen, wenn ich irgendwie einen Kinofilm oder irgendwas in dieser Richtung sehen will. Das bekomme ich irgendwie nicht so. Warte mal, haben wir schon den Boy geholt? Ich glaube, wir haben schon den Boy geholt, aber wir schauen einfach mal. Wir werden unserem Boy mal ein bisschen Gesellschaft leisten auf der kleinen Bank da. Okay, wir haben es schon geholt. Perfekt. Umso besser. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben sind und was wir schon gemacht haben, was noch fehlt. Wir waren hier unten, glaube ich, noch nicht. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Sollte passen.
Weil keine Ahnung. Es ist, ich meine, ich muss dich schon an einigen Fällen dazu bringen, überhaupt Anime zu schauen, okay, guys? Weil mir das manchmal zu viel Zeitaufwand ist, mich 20 Minuten hinzusetzen und dann eine Folge von irgendeinem Anime zu schauen, ne? Das finde ich schon manchmal schwierig. Das ist auch der Grund, warum ich keine Let's Plays mehr schauen kann, so ziemlich. Mit Ausnahmen natürlich. Also ich hab ziemlich viel Spaß an einem Let's Play, an einem englischen Let's Play zurzeit. Da geht es tatsächlich um ein Spiel, was ich tatsächlich noch nicht einmal gespielt habe. Nämlich Paper Mario. Und zwar das erste für den N64, aber gemoddet, sodass es ein ziemlich schwieriges Spiel jetzt ist. Und es ist eigentlich voll cool, das zu sehen. Und ich kenne nicht mal das Base Game, aber ich sehe, dass es schwierig ist. Und ich liebe JRPGs deswegen. Und wie sollst du euch bitte schon JRPGs konsumieren, wenn ich über Let's Plays, die kein anderer außer mir halt schaut. Es ist leicht traurig, dass die Let's Play-Szene so langsam stirbt, weil ich bin ehrlich, ich schaue selber zwar keine Let's Plays mehr, weil sie zu lange sind, aber mir macht es unglaublich Spaß, mich einfach hinzusetzen und irgendwie so ein Let's Play aufzunehmen. Ich meine, Andy und Ultra war ja mal ein Ding, auch wenn es ziemlich häufig gestorben ist und viel zu schnell. Aber es macht mir halt Spaß, irgendwie einfach zu talken und während des Videospiels zu spielen, ansonsten würde ich ja auch nicht streamen. Hab letzte Woche, eine Woche drei Klausuren bei mir. Ja, bei mir wird es dann halt im März halt ziemlich schlimm. Und die Sachen dann, und dann halt danach, ne. So März, April, das wird halt die harte Klausurenphase dann halt, weil das kommt dann halt alles auf einen Schlag dann so mäßig. Da habe ich wahrscheinlich dann 3-4 Wochen hintereinander dann 3 Klausuren in der Woche. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du hast die letzte Woche Parasite geschaut, der war super. Ich bin ehrlich, als ich gehört habe, dass Parasite im Kino ist, dachte ich, es gibt irgendwie eine Verfilmung jetzt von dem Anime Parasite. Ich war voll verwirrt. Weil das irgendwie so beliebt war, auch bei Normies. Und ich war da so, hä? Okay. Puh, bin ich froh, dass ich arbeite. Ich hab auch Bock, irgendwann mal zu arbeiten. Aber ich bin ehrlich, ich bin noch froh eigentlich in die... Das war gerade eben ziemlich gut. Schieben wir es einfach auf den Drift, okay? Meiner Joy-Cons. Das war definitiv der Joy-Con-Drift. Zu 100%. Ich bin ganz ehrlich, ich mag es zurzeit in der Schule einigermaßen. Weil du musst halt... Obwohl, es ist halt schon langweilig teilweise. Ich meine, Povi und Geshi langweile ich mich halt zum Beispiel zu Tode. Vor allem, weil ich Geshi zum Beispiel nicht mal einbringen werde. Weil ich das nicht muss und auch... Ich wäre sehr, sehr dämlich, wenn ich... die Sache, in der ich gerade am schlechtesten bin und bei dem ich die schlechteste Note habe von allen Dingen, wenn ich das dann in mein Abi einbringen würde. Das wär nicht sonderlich klug, würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Und vielen lieben Dank, ich weiß, ich bin Profi. Shit, ich hab immer noch nicht den Bot gemacht. Warte, stopp. Ich mache ihn jetzt schnell. Das ist ja nur Chatbot. So, und der Chatbot ist an. Wird halt jetzt noch ein bisschen dauern, der wird halt jetzt im Hintergrund erst angemacht, aber das sollte funktionieren. Sollte es aber so sein, dass er doch nicht funktioniert, weil ich mich wieder anmelden muss, dann ist mir, glaube ich, wirklich zu viel Arbeit für diesen Stream jetzt. Vor allem, weil wir sowieso schon Komplikationen davor hatten. Stimmt, man kann ja die Kugelwilli benutzen. Oh, man kann ja capturen, das ist ja das Gimmick vom Spiel. I remember now. Aber ich sag's euch, das wird ein geiler Impossible Jumpbot. Okay, Chatbot sollte funktionieren. Funktioniert er? Wir schauen jetzt mal schnell. Es sollte funktionieren. Kann ich Hi schreiben? Ich kann nicht Hi schreiben mit Dingens. Okay, also ich bin nicht als Streamer da angemeldet, das funktioniert nicht, aber ich bin als Dingens da angemeldet. Dann passt das. Funktioniert das tatsächlich. Das ist gut zu wissen, dann muss ich das zumindest nicht mehr machen. Okay, gut. Impossible Jump! Oh, das war einfacher, als ich dachte. War ja schon fast lame. Bring mal den Müll rüber. Oh mein Gott, ich werde angerufen. Warum werde ich angerufen? Warum ist mein Handy ist sogar auf stumm, wieso sehe ich das überhaupt? Wahrscheinlich, weil es direkt vor mir liegt. Oh Mann. Willkommen. Ist zurück. Der Star der Show ist zurück, Guys. Danke für den Applaus. Wohl der Easy Jump, ja, definitiv. Danke für den Applaus. Hört auf mit dem Applaus! Es reicht! Das reicht. Anni. Wieso wird beim Bot auf
dem einen Server nur deinen Stream angezeigt und nicht meiner. Ich finde das diskriminierend. Musst du Torki fragen, ich weiß es nicht. Du bist der Admin. Hä? Ah, nee. Ich dachte, es geht jetzt um Torkis Server. Nein, es geht um den einen. Hä? Das müsste doch eigentlich dann angezeigt, ich verstehe das nicht. Ja. Also es müsste angezeigt werden, dass du streamst, das wird jetzt auch keine Benachrichtigung da oder so gemacht, dass ich streame oder so. Das ist ja auch nicht so. Seit wann? Weiß ich doch nicht. Das war gestern auf jeden Fall nicht so. Ach du mein, nein, ich meine, ich rede nicht von Hauptvoll. Ach so. Oh. Ja, okay, jetzt, das ist sowieso mittlerweile egal. Ich könnte den Server auch mittlerweile eigentlich löschen. Wieso? Mochte den Server. Ja, okay, wir behalten den, aber ich werde jetzt keine Arbeit da rein investieren, wenn ich ehrlich bin. Dann muss ich also wieder alles machen. Ja, wahrscheinlich. Es fehlt noch einer. Oh lol. Ich habe diese Quest, glaube ich, einmal in meinem Leben gemacht und seitdem nie wieder, weil. Es ist eigentlich ganz cool, die Questline hier. Weil ich. Aber. Du hast die coolste Questline nur einmal gemacht und vor allem das, was nachher kommt, ist ja mal das coolste ever. Ja, es ist ganz nett, aber. Also das Festival ist wahrscheinlich mein Highlight des Spiels. Nee, mein Highlight ist tatsächlich das Ende, einfach weil Bowser. Du kannst Bauau spielen. Finde ich super. Und die Musik finde ich am besten bei der Bauau-Szene. Das Anime-Intro. Das Anime-Intro ist so gut. Ich liebe. Bin mehr ein Fan von Jump Up Superstar. Ich finde Jump Up Superstar in Ordnung, mehr nicht. Oh fuck. Nächstes Timmy, ignorier's. Ja, ignorier's einfach. Ich hatte, wir hatten vor, dass wir, weil das Öko-Network ja gestorben ist so ziemlich. Ich bekomme das nicht hin. Machen wir es einfach so, wie es intended ist. Aber da ist immer noch das Öko-Network drin. Ja, ja. Wir hatten ja eigentlich geplant gehabt. Und by the way etwas leiser als du an. Okay, kann ich fixen, hoffentlich. Vielen lieben Dank, dass ihr mir das bitte sagt. Das ist wirklich gut. Ich glaube, ich bekomme das hin. Nein, ich bekomme das nicht hin, weil du bist schon auf 200%. Geh mal näher an dein Mikrofon, du kleines dreckiges Stück Müll. Gehst einfach. Warte mal. Ich muss die Szene gut nachstellen. Gehst einfach ganz nah an das Mikrofon ran. Oder ich mach mich einfach leiser. Hallo! Ich mach mich einfach ein bisschen leiser. Dann sollte das auch passen. Mir leid für den Eo-Rape, falls es überhaupt einer war. Es war okay. So, jetzt soll es einigermaßen passen. Das Spiel sollte. Ich hoffe, dass der Kampf von welchem YouTuber das war. Natürlich, von meinem einzigen Kängurig. Ich wollte gerade eben mit dem Single Joy-Con spielen, guys. Ich bin bereit. Single Joy-Con Challenge. Wartet, guys. Das Video hat jeder gesehen, Timmy. Es ist, glaube ich, der meistgeklickte. Was machst du da? Achso, sorry. Ich kann nicht lesen, ne? Ah, nee, gib mir mal den Joy-Con. Zwei Joy-Con-Stil! Oh mein Gott, wie kann ich mich umsehen? Nicht? Steht doch da. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Oh mein Gott, das ist schrecklich. Es gibt tatsächlich Two-Player-Speedruns. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber. Gabby? Kommst du zurück, Gabby? Das ist doch gut so. YouTube schlägt dir guten Content vor. Wir lassen das mal. Heilige Scheiße. Also ich kann es mir noch vorstellen, wenn man das wirklich in zwei Händen hält und so, aber holy shit, war das gerade awkward. Heute wurden mir Wänden vorgeschlagen, es werden mir allgemein viele KGVs. Ach so. In letzter Zeit werden mir kaum KGVs vorgeschlagen, einfach weil ich keine KG-Videos zurzeit sehe, weil es keine KG-Videos gibt, die aktuell sind und ich alle schon 300 Mal gesehen habe. Ich hab sie wirklich alle mindestens 10 Mal gesehen. Ich auch. Wirklich? Ja, ich alle. Auch. Also alle auch. Auch das beste Video aller Zeiten. Save the Pandas. Save the Pandas. Das habe ich einmal gesehen. Und du nennst dich einen wahren Fan? Und hast Save the Pandas nur einmal gesehen? Du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ich habe das tatsächlich drei... Gute Frage.
Gibt es ein Video, was ich in der Schule zeige? Ich habe das perfekte Video für dich. Save the Pandas. Save the Pandas. Ich mach's sowieso. Ja, alles klar. Ich sehe schon. Ich sehe schon, wo, auf welchem Niveau hier wir sind. Der Keggy, ich hab tatsächlich. Ich bin einer dieser Menschen, die Keggy über der Keggy kennengelernt haben und ich mochte ihn schon damals. Ich habe Keggy auch über der Keggy kennengelernt. Ja, sind ja nicht so viele. Wir sind die Originals. Ja, wir sind die Kraft. Wir sind die True Fans. Wir sind alles nur Fakes. So lange, oh mein Gott. Ja, ich kenne ihn schon. Ich kenne so lange wie Mock und Mock kenne ich ihn. Ich kenne ihn länger als Mock. So lange, ja. Er war tatsächlich der erste, den ich gekannt habe. By the way, wir machen die Quest dann doch nicht. Ich habe ja schon mal. Nein! Machst du Speedrun? Natürlich. Siehst du das nicht? Deswegen porte ich mich auch nicht dahin. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir Dingens machen für die 100%. Wer weiß, Tobi, wer weiß. Ist der Andy Sweeps, das ist ja das neue Ökon. Warum weiß er davon? Warum weiß man davon? Ich weiß es auch nicht. Das ist gerade ziemlich gruselig. Aber hättest du bei Discord? Tobi? Bist du der unser Gespräch immer abhört? Ich glaube, ich weiß warum, wegen Ausrufezeichen Discord. Ich glaube, ich habe das schon mal reingemacht. Ach so, ja. Das gibt's dann. Soll ich vielleicht rausnehmen? Ist nicht drauf. Ja, aber. Ist auf Track. Humor. Aber ich meine, mein zweiter Server ist ja jetzt fast schon inoffiziell hardcore. Deswegen brauche ich keinen eigenen mehr vom Gefühl. Nee, der wird mir vorgeschlagen. Das. Was? Ich wusste gar nicht, dass so etwas geht, dass es Vorschläge in Discord geht. Vorschläge in Discord, what the fuck? Ich wollte eine Polar. Ich wollte Küstenland. Ja. Das ist, by the way, die beste Welt. Küstenland? Ich finde sie langweilig. Hast du das Wasser gesehen? Hast du das Wasser gespürt? Es sieht optisch gesehen verdammt gut aus. Aber vom Gameplay-Aspekt her ist es, finde ich es nicht so cool. Keine Ahnung. Ich mag halt Wasserwelt nicht so. Obwohl, die erste Wasserwelt finde ich cool. Ich muss sagen, es hat wahrscheinlich den beschissensten Boss. Der Boss ist wirklich trash. Mario-Spiel. Nee. Ich wollte gerade eben sagen, hast du schon mal Pinwheel bekämpft? Pinwheel! Feuerrad! Mein Lieblingsboss in Mario! Mario Souls. Das wär's doch. Was ist denn dein Lieblingsland, Anni? Das ist eine. Vereinigten Staaten. Japan. Obwohl, Japan gibt's ja in dem Spiel sogar. Das wäre, glaube ich, noch einigermaßen okay. Wenn ich sagen würde, das ist einfach die Bowser-Welt. Ach was, das wusste ich gar nicht, Tobi. Naja, man lernt. Vor allem, wie bei Verknüpfungen sehe ich alle Diskussionen von den Leuten, die ich auf Twitch abonniert habe. Oh, Lord. Das wusste ich auch nicht. Achso, ich dachte, du wusstest es. Nee, ich wusste es nicht. Erzähl mir mehr. Ist es wirklich, ist es wirklich Bowser's Land? Ja, ja. Bowser ist ein Weep. Oh fuck. Das war nicht schlau. Ich meine, ich find's nicht schlecht. Ne? Oh fuck, aber das wird schwierig. Das ist jetzt zu weit schwierig. Du musst einfach nur Cappy werfen, draufspringen und dann Wandsprung. Ich hätte noch den Sprung machen müssen. Nicht so, aber hey. You tried. Du hast recht. Wandsprung hat gereicht. By the way, einer der Impossible Jumps, die ich einfach aus Versehen gemacht habe damals, weil ich dachte, das wäre die einzige Möglichkeit, wie man da hinkommt. Hier kommen wir ja hoch. Wie denn? Also man kann da so hochspringen und das habe ich damals gemacht, als ich das erste Mal das Spiel gespielt habe. Bin dann den Parcours, den man normalerweise gehen würde, rückwärts dann gegangen. Hä, da kommt man doch auch so hoch. Nur, oder? Nein. Wo ist denn der Parcours? Oh, egal, ich kann das nicht mehr, ich bin nicht mehr so gut in Videospielen. Ich meine natürlich die Joy-Cons sind schuld. Der Drift. Du bist doch nie gut in Videospielen. Der Drift! Der Delay des Pro-Controllers. Der Joy-Con Drift! Warte mal, wo war das jetzt? Ich weiß, dass es hier irgendwo war. Irgendwo hier muss man hochspringen, glaube ich. Ich habe mir diesen Raum noch nie genauer angesehen. Ja, warum sollte man das auch?
Ja, wie ging das nochmal? Oder ist es erst nachdem? Wahrscheinlich kommt hier noch etwas, worauf man springt, nachdem man Dingens gemacht hat. Die Quest hier. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also das Polarland ist sowieso... Es ist einfach... Ich weiß. Es ist existent. Ich muss jetzt Thief hier rezitieren, aber es ist einfach eine Hubwelt. Für 4 weitere Level. Oh fuck. Wollen wir es versuchen so, oder soll ich es aufgeben? Gib bitte auf, es ist wirklich... Der Joke ist schon vorbei. Sollte aber kein Joke sein, ich wollte einfach nur gucken, dass ich cool bin. Ich kann es dir auch so sagen, dass du nicht cool bist. Hab's geschafft. Bin der Coolste. Und das finde ich so cool am Movement von Mario Odyssey. Das ist so cool. Das fühlt sich einfach gut an. Man kann so eine Scheiße machen. Ja, Plattform mit Challenges wären super in dem Spiel. Ja. Wenn es welche geben würde. Mehr als zwei. Ja, normalerweise muss man dann halt hier so lang und man geht dann halt. Normalerweise springt man nicht so dumm, sondern man klettert halt von diesem einen Ding von dem was anderen. Was machst du denn da? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da gerade eben versucht habe. Aber egal, wir gehen jetzt einfach in die Räume machen und spielen das Spiel. Alles mit einzelnen Joy-Con stelle ich mir schrecklich vor. Oh ja, obwohl... Auch nicht. Das Ding ist, wenn du es halt wirklich mit einem Kumpel dann spielst und nicht selber beide Joy-Cons dann benutzt, dann ist es wirklich ganz cool. Also wie gesagt, es gibt Speedruns. Ja, ja. Mit den aber sind es dann halt wirklich two players oder? Nein, es ist einer. Naja, aber Antio zum Beispiel ist sowieso crazy, was die Scheiße angeht. Der Typ ist nicht normal. Und vielen, vielen lieben Dank für den Follow, Fluffy. Warum ist so spät? Ich bin ja schon fast enttäuscht. Dieser Fluffy ist so ein seltsamen Discord-Namen. Ah ja! Alles klar. Wegen Dingens, EL-Name. Ach so. Ja. Ich weiß jetzt, wo sie wohnt. Oh Mann. Ich weiß, sehr aufregend. Poggers, ja. Sehr Poggers. Mhm. Ich mag übrigens die Goomba-Türme. Das ist einer der besten Dinge, die Mario Odyssey zu bieten hat, was die Verwandlungen angeht. Bestes Spielfeature. Allgemein, ich... Keine Ahnung, ich liebe dieses Feature eigentlich. Ich finde das ziemlich gut. Wimwa! Seit wann hast du Geld? Lol. Vielen lieben Dank, Timmy. Oder sollte ich eher sagen... Vielen lieben Dank, Tobi! Ich weiß nicht, ob Tobi es war. Wenn du es wirklich warst, Timmy, dann vielen, vielen lieben Dank an dich, Mann. So, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du es nicht bist. Nee, das, was du meinst, ist Sub. Das ist was anderes. Follow und Sub ist was anderes, Fluffy. Twitch ist sehr kompliziert. Ja. Nicht, doch, du warst es dann. Vielen, vielen lieben Dank, Terry. Hätte nicht erwartet, dass du Geld hast. By the way, normalerweise, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich den Mond so hole. Fällt mir gerade auf. Ja, wirklich. Normalerweise springe ich da immer lang. Weißprung, dann hast du die Scheiße. Ich weiß nicht, warum ich das gerade eben so gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Aber Ani, wieso wunderst du dich denn, wo Timmy das Geld her hat? Der ist doch jetzt Rap-Gott. Stimmt, er ist ein Rap-Gott. Natürlich hat er Geld. Und die Bitches. Und das Koks. Und die Gamecubes. Vor allem die Gamecubes. Ey, ich wollte schon immer mal eine Gamecube haben, Timmy. Ich wollte halt wirklich schon immer eine Gamecube. Ich habe halt eine Wii, also. Ich brauche keine Gamecube. Ich brauche eher Gamecube-Spiele. Ich habe eine Wii, die nicht angeschlossen ist. Ja, meine ist auch nicht angeschlossen, aber... Macht ah. Ich habe meine Wii U und ich habe halt kein... Warum sollte ich eine Wii anschließen, wenn ich eine Wii U habe? Weil Gamecube. Und ich habe keine Gamecube-Spiele. Ist egal, weil Gamecube. Das Coolste ist halt, ich habe damals ein Geschenk von meiner Mutter bekommen. Ein Gamecube-Spiel, Mario Party 6 oder so, ne? Was? Wo hast du das? Und das Ding ist, ich wusste damals nicht, dass ich Gamecube-Spiele darauf spielen kann, deswegen haben wir es wieder zurückgegeben. Wieso holst du den Mond nicht? Ja, ist mir gerade eben auch aufgefallen, dass da unten der Mond ist. Ich musste kurz überlegen, wo der war. Und dann haben wir das zurückgegeben, beziehungsweise dann meinem Cousin gegeben, der halt eine Gamecube hatte. Und auch eine Wii, also der hätte mir auch einfach sagen können, dass es auch so funktioniert, der Kleine. Du halt Arsch. Nee, aber, und dann habe ich halt Mario Party 8 bekommen und ich liebe Mario Party 8, das ist...
Sie haben sehr viel mit Bewegungssteuerung die Minispiele gemacht, aber es hat auch funktioniert. Es war spaßig. Ich fand's gut. I liked it, actually. Ich weiß übrigens... Fuck, ich sterbe. Ich kann den Bosskampf nicht. Ich mag den Bosskampf tatsächlich am wenigsten von allen, glaube ich. Den kann ich tatsächlich wirklich am wenigsten. Ich mag den mit den 8 Meter hohen Hüten am wenigsten. Ich finde den auch am schwierigsten. Ich finde ihn wirklich am schwierigsten. Ouch. I'm struggling. Please give me more hearts. I'm literally shaking right now. Das ist eine Münze! Das ist kein Hart! Böses Spiel. Hä, hey, aber Münzen sind doch Leben. Kann man den Odyssey Game Over? Nee, kann man gar nicht. Das fällt dir früh auf. Herz! 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 Okay, sehr gut. My heart will go on. Was auch immer. Ein Gamecube unterschrieben von Lil Wim. Oh mein Gott, das wäre da drauf. Ich würde töten dafür. Ich auch. Ich bin Mörderer. Extra für dich, Lil Wim, wäre ich alles. Alles, was du Menschen vernichten dafür. Also ich habe mein Death Note hier rumliegen, ne? Das Death Note war die beste Investition, die ich jemals in meinem Leben hatte. Okay. Nach... Natürlich nach meinem Buddy Pillow. Wollen ja nicht übertreiben hier. Fuck, Sebastian ist im Voice. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach zu denen gehen soll. Nein, das wäre nicht nett. Sei kein Apo und verlass mich einfach für Monate. Wo er es gemacht hat. Der macht es gerade. Ach so. Ich meine, er hat kein Internet, aber er könnte sich auch einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Ist keine Arschloch. Hast du überhaupt jemals wieder irgendwas mit Unity gemacht? Ja, ich hab 2 Stunden gemacht, aber ich mach zurzeit eher die Konzeptart übertrieben, aber die Konzepte mache ich gerade eher. Was eigentlich so schlau ist, dass man das als erstes macht, I guess, weil man ja eher mit der Engine sich vertrauen sollte oder so, aber irgendwie bin ich gerade. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Tutorials, weil sie mir vom Gefühl her nichts bringen. Shit, ich muss heute auch noch die grobe Aufteilung machen. Ich wollte dann schon gestern machen, aber Fluffy hat mich aufgehalten. Welche Gruppe aufteilen? Für was? Was geht's? Ja, für was wohl? Du enttäuscht mich immer mehr. Wirklich. Hä? Mein Manga! Ah, that makes sense, actually. Mann. I'm sorry. Wisst ihr was, wir werden jetzt sogar die extra mal gehen und uns die 3 Münzen gönnen, weil wir die sowieso irgendwo. Ich wollte gerade sagen, hier liegt doch noch irgendwo irgendwas. Nein, den Mond habe ich ja sowieso schon geholt. Ja, ich meinte die Münzen. Ja. Ich meinte natürlich die Schneeflöckchen. So, und dann gehen wir noch in den anderen Raum und dann müssen wir das schreckliche Rennen nicht machen. Ich mag das Rennenspiel wirklich nicht so sehr, bin ich ehrlich. Das Rennspiel ist ziemlich spaßig. Nee. Also wenn ich es mit Volleyball vergleiche, dann würde ich mich auf das Rennspiel stürzen. Ich finde Volleyball okay, aber ich mach's auch. Also ich hab's mal nicht lame gemacht, aber das war Torture. Seitdem mache ich es lame und mach einfach. Ich geh in den 2-Spieler-Modus und lass einfach Cappy die Arbeit machen. Warum? Achso, die. Oh mein Gott, die zeigen an, wo ich schon mal war. Das ist voll schlau. Das wusste ich gar nicht. Das ist dumm, Anni. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Ding ist. Ich wusste es auch nicht, aber ich habe es instinkt gesehen, schon als du ein Tor gemacht hast. Oh, jetzt erschrecke ich den Raum. Nee, ich finde ihn okay. Ich finde ihn sehr okay. Ich frage mich aber gerade eben nur, wo der Mond war. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Ich weiß, wo er ist. Ist er da oben? Ganz oben ist da eine Kante, wo du dich entlang schlängeln musst. Ah, okay. Ja, okay. Ich dachte, das wäre da oben. Ja, geil, das Emote Fluffy. Von wem ist das wohl gezeichnet? Warum hat sie denn die Maut? Oh. Kanalpunkte. Ich vergesse immer wieder, dass die Kanalpunkte ein Ding sind irgendwie. Dann, auch. Aber eigentlich ist es voll cool. Wenn ja, von Lil Wim ist er gezeichnet.
Kannst du bitte auch was ist? Irgendwann bin ich gerade zu faul, um den Trigger hier zu drücken, deswegen. Da muss ich was mit meinem Zeigefinger machen. Nee. Ist mir zu viel Arbeit. I don't like Arbeit. Ich bin faul, Stickmüll. Ich hab bis vor dem Stream geschlafen, also. I don't like Arbeit. Der Schlotter Grand Prix. Ja, den werden wir machen. Nein, werden wir nicht. Sag bitte nochmal. Der Schlotter? Grand Prix. Schlotter. Ich sag's immer falsch. Grand Prix. Grand Prix. Ich hab keine Ahnung. Ich bin kein Franzose. Ich akzeptiere übrigens den neuen Namen Capri-Sun nicht. Fluffy, was machst du für eine Scheiße? Oder? Okay, gut. Toby. Es ist Toby. Okay. Toby, was machst du für eine Scheiße? Toby, du reichst. Du reicher Mensch. Vielen lieben Dank für den Sub, den du Fluffy gegiftet hast. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist jetzt Sub? Ja, das ist sehr, sehr traurig, Fluffy. Was? Ja. Das ist wirklich das Traurigste, was ich in meinem Leben mitbekommen habe. Es ist okay, wenn du weinst. Ich wäre auch sehr ungern ein Sub von mir selbst. Aber leider bin ich es. Sehr traurig. Du hast nichts gemacht, die wurde ein Sub geschenkt. Ja. Die wurde hier gerade etwas im Wert von 6 Euro geschenkt. Ich weiß, crazy, krass. Da kommen 2 bei dir an. Ja. Aber ich mag Subs. Fühlt sich cool an, wenn ich mein Gift tatsächlich höre. Ich mag Personal 3. Hallo? Ja, hallo Fluffy. Ich glaube, sie ist leicht verwirrt. Was habe ich gemacht? Du hast nichts gemacht. Oh Mann. Überfordert mit ihrem Leben. Oh Mann. Wem? Was? Es gibt hier einen Zuschauer, der gute Toby, 23085, und der hat dir einen Sub gegiftet. Subs sind auf Twitch so, wenn du auf Twitch ein Partner bzw. ein Affiliate bist, können dich Leute subben und bekommen dafür Emotes im Ausgleich. Oh, du erklärst es ja schon, okay, perfekt. Wolltest du es gerade schreiben? Nein, ich war im Voice Chat, also ich war auch nicht da. Allah. Du hast mich einfach verlassen, du kleines Stück. Ja, für eine Sekunde. Arschloch. Ja, du bist leicht, aber nur so ganz klein bisschen. Komm, also ich finde nicht, dass er die schrecklichste Gebiet ist von allen. Ich finde immer noch, ich mag, obwohl, ich finde eigentlich alle Kingdoms eigentlich ganz gut. Außer das Schnee. Schnee finde ich am langweiligsten, bin ich ehrlich. Mag ich nicht. Bin froh, dass wir da so schnell durch sind. Oh mein Gott, übrigens, wenn wir schon über leicht verwirrt reden. Oh mein Gott, muss ich über Drift, ja. Muss ich über etwas reden, was mich richtig aufgeregt hat oder mich heute noch auf richtig aufregt. So, meine Anfangszeit auf Twitch habe ich Gamers Time geschaut. Wer auch immer das ist. Aber das ist ein Minecraft-YouTuber. Minecraft, Minecraft. Ich habe ihm mal 5 Euro gespendet und gefragt, wie man subbt. Ich meine, das ist schon dumm, aber. Und er hat das einfach ignoriert. Bro. Das hat mich hat sich wirklich getriggert, aber heute, wo ich selbst streame und ich denke mir... Ich meine, der klingt jetzt nicht so wie der größte Streamer, der jetzt kann irgendwie... Er ist ziemlich groß, hat glaube ich um die 300.000 Abonnenten. Okay. Aber hat er wenigstens Danke gesagt? Nein, er hat es ignoriert. Bro. Und ich frage mich, wie kann man denn so... So hart auf Leute scheißen, die literally Gelds geben. Ja! Sie geben dir dein Geld. Und du ignorierst es einfach. Ich meine, Jürgen kann ich das leicht bei großen Streamern verstehen, wenn es dann wirklich zu viel ist. Aber ich weiß. 5 Euro, Junge. Und man kann auch einfach mal kurz Danke sagen. Selbst wenn man die Frage irgendwie. Also, klar, das ist dann vielleicht eher so eine Mod-Sache, dass das mal irgendwie jemand dann klärt, wenn er dafür keine Zeit hat, beziehungsweise keine Ahnung, ne? Das muss man nicht unbedingt als Streamer machen. Ich als kleiner Streamer, ich beantworte natürlich alles, was ihr irgendwie fragt. Selbst wenn es random Fragen sind. Es gibt ja auch viele Leute, die es hassen. Das ist eine sehr gute Frage. Es war für eine sehr, sehr lange Zeit grün. Ich bin mir mittlerweile unsicher, ob grün die Farbe ist, die ich am meisten liebe. Schwarz ist leider keine Farbe, ansonsten würde ich safe mit schwarz gehen. Was mit pink, violett? Lila ist halt so eine schöne Farbe, ne? Ich liebe die Farbe lila.
Aber keine Ahnung. Es ist. Es wurde sogar angezeigt, by the way. Also, es hatte sogar einen Alert und alles. Text-to-Speech hatte ich auch, hatte auch drin. Da gibt einfach einen Fick drauf. Das ist natürlich belastend. Nee, also keine Ahnung. Wenn dann. Also, bedanken finde ich Pflicht, das muss man machen. Selbst wenn man da nicht mal unbedingt den Namen vorliest oder so. Ich meine, Mogg ist ja auch ein relativ großer Streamer, der bekommt das ja auch hin. Und wenn Moggy das hinbekommt, dann sollten das andere auch hinbekommen, finde ich. Hi, Alex. Zumindest was Danke angeht. Danke kann jeder sagen. Danke braucht nicht mal eine Sekunde. Oder auch einfach nur Danke Ultra Playcard. Das ist jetzt auch nicht wirklich schwierig, das zu sagen. Nennt mal ein Spiel, das ich verstehe. Du verstehst Dark Souls auch. Es ist einfach nur draufkloppen. Ich denke, das verstehst du. Also, als ob du nicht Doki Doki verstanden hast. Das ist doch auch einfach, das ist einfach das Leben. Ich bezweifle, dass du jemals in den Club mit vier Mädchen kommst, aber nee. Bestimmt. Bestimmt. Es waren halt nur andere Jungs auch dabei. Literaturclub. Ja, also wir hatten halt einen relativ großen Club dann halt. Also eine AG. Es waren halt sowohl Jungs als auch Mädchen. Wow. Also im Real Life oder? Ja. Okay, ich dachte in Literature Club. Nee, Literature Club sind keine Boys, außer ich. Ich bin der einzige Wichtige. Ich war hier noch nie, by the way. Ich schon. Ich war sowieso überall und so. Sag ich mal, kein Wunder. Aber ja, Alex, guten Tag, wie geht es denn so, Mann? Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Ich hoffe doch. Hier oben war das. Wieso hoffst du bei mir nie, dass ich einen wunderschönen Tag hatte? Weil du bist kein Zuschauer. Du bist nichts wert. Du bist nichts wert. Exakt, du hast es erfasst. Ist einfach erfasst. Wo war der? Hier gibt's unten noch einen Mond, das weiß ich, aber ich weiß gar nicht wo. Egal, wir werden schon irgendwann herausfinden. Ich hoffe nicht. Oh, Fluffy, warum bist du deprimiert? So. Ach stimmt, oh nee. Ich mach, glaube ich, den Boss übrigens nicht in dieser Welt, weil ich hasse den Boss sehr. Jeder hasst den Boss. Er ist kein guter Boss. Er ist wirklich kein guter Boss. Ich muss sagen, die Mission ist ganz cool an sich. Ja, aber der Boss ist kacke. Aber der Boss ist halt trash. Ich mag auch allgemein die Verwandlung halt nicht. Wenn ich ehrlich bin. Die mag ich. Shit. Habe ich jetzt den Boss getriggert? Ich dachte, ich muss noch etwas machen. Wenn alle vier getriggert werden. Oh, aber er macht schon Scheiße. Das hätte ich nicht tun sollen. Er hat eine fancy Frisur. Das stimmt. Richtig hot, der Boy. Und Neo. It's the Internet. So. The Internet is for porn. The Internet is for porn. Warum willst du denn heulen, hm? Morgen ist tatsächlich ein Scheißtag. Ich hasse den Donnerstag auch. Donnerstag ist ein unnötiger Dreckstag. War einfach weil. Oh. Das war ein schwerer Mond, by the way. Ja, sehr schwierig. Das ist so das einzige Problematische an Odyssey. Es gibt zu viele Trash-Monde. Was ganz cool ist für Speedruns und so, aber. Ich bin ehrlich, da habe ich lieber. Also da fand ich das besser wie es 64 und Nein. Ich find's gut, dass es dich nicht komplett aus der Welt rausportet. Ja, das finde ich auch gut, aber ich hätte sogar lieber, dass man aus der Welt rausgeportet wird, als dass man irgendwie so 300 300 ist normalerweise immer so die Sache, die ich sage, wenn ich irgendwie versuche zu übertreiben oder so, ne? Aber es ist einfach eine Untertreibung, weil es halt 999 sind. Und allein das beweist du eigentlich schon, wie schlimm das eigentlich ist hier mit dem Spiel. Und natürlich sind dann sehr, sehr viele Monde ähnlich, beziehungsweise schon fast gleich. Und ziemlich lame auch noch dazu. Es ist kein Wunder, sagen wir es so. Aber. Es gibt Leute, die das nicht wirklich stört, aber mich stört es. Ich hätte schon gerne ein bisschen Herausforderung in Odyssey gehabt. Also ich habe nicht mal, die Herausforderung hast du dann halt so ein bisschen, wenn du halt die 100% machst, aber wer macht das auch freiwillig? Herausforderung. Wer macht das auch freiwillig? Hoffen, dass du was findest.
Wer macht auch freiwillig die 100% in dem Spiel? Ist halt auch so ein Ding. Freiwillig 100% in Odyssey zu machen, ist einfach... Nein. Das machst du vielleicht einmal, aber bei den anderen Spielen ist es so, dann machst du die 100% auf freiwillig, weil es ist halt einfach nicht so viel und es macht auch Spaß durchgehend. Oder stimmt, fast durchgehend. Sehr viel Spaß gemacht. Nein, ich meine, es geht jetzt um Mario-Spiele. Dark Souls würde ich auch niemandem empfehlen, das auf 100% zu spielen, wenn du nicht komplett crazy bist. Und vor allem Dark Souls 3 würde ich euch absolut nicht empfehlen, das wäre... Dann werdet ihr wirklich... Ich liebe das Spiel halt. Ja, ja, wenn man das Spiel liebt, dann kann man das ruhig machen. Wo kommt der Mond her? Ja, den bekommt man da halt, wenn man alle Spots halt macht. Weiter geht's immer. Random. Also ich fand Odyssey 100% für den größten Teil ganz spaßig, bis dann halt zu diesen Monden kam wie, oh guck mal, du musst dich hier hinsetzen und dann bekommst du einen Mond. Ja danke, wie hätte ich darauf kommen sollen? Und warum hätte ich darauf kommen sollen? Breath of the Wild ist auch so ein Spiel, was ich niemandem empfehlen würde, jemals auch nur annähernd 100% zu. Ja, das hat mir die Experience genommen. Geh woanders hin. Okay, fick dich. Experience genommen. Nee, also, ich hab halt Zelda Breath of the Wild geliebt, ne? Deswegen dachte ich mir, also, ich habe auch so gern mit meinem Vater einfach die Welt erkundet. Es war einfach so spaßig, es war das Spiel. Mein Vater hat sich auf die Couch gesetzt, hat so gesagt, ey, hast du Lust, Zelda irgendwie heute zu spielen? Und da hab ich gesagt, ja, okay. Ich habe einfach meinen Vater Zelda gestreamt und das war das spaßigste aller Zeiten. Das stimmt mir wirklich ziemlich cool vor. Weil er hat das Spiel halt geliebt, er war so richtig geflasht, so wie ich es war, dass man wirklich überall hin konnte und er mochte die Welt halt sehr. Er hat so manchmal nicht so wirklich verstanden, wie, was jetzt unser Plan ist so mäßig. Ich habe das auch nicht verstanden, aber es war trotzdem hell of a ride. In einem Stream, 30-Tage-Stream? Ja, das klingt nach einem guten Plan. Ich meine, The Completionist hat irgendwie 200, 300 Stunden dran gesessen und er hatte einen Guide, okay? Ich hab's ohne Guide gemacht. Also er hatte einen Guide, zumindest was die Crocs anging. Was die anderen Dinge angeht, die hat er alle selber gemacht. Aber dann hat er sich literally eine Karte besorgt aus dem Internet. Wobei, das Problem war halt, dass die damals noch unvollständig war, weil er hat das in der ersten Woche so ziemlich completed. Wer macht so etwas? Der Completionist ist einfach viel zu crazy für uns. Ich weiß euch. Würde ich sponsoren? Die Frage ist, würde Raid Shadow Legends es sponsoren? Weil das ist die einzige Frage, die mattert. Wie wir alle wissen. Okay, kommen wir jetzt zu einem Platz, der relativ schlimm sein kann. Weil ich muss erstmal Luft holen. Luft ist sehr wichtig. Bitte atmet, guys. Wenn ihr noch nicht geatmet habt, dann macht es jetzt. Stay, nicht stay hydrated, stay oxidated. Aua, das hat wehgetan. Okay, guys, jetzt gibt's eine Challenge. Ihr dürft nur atmen, wenn Mario atmet. Oh, fuck, ich sterbe. Ich hab das halt immer gemacht, wenn ich ehrlich bin. Allgemein habe ich das auch gerne in Filmen gemacht, um zu schauen, ob es realistisch ist. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ob das realistisch ist, ob die das wirklich so machen könnten und so. Und dein Kampf findet Nemo. Ja, Alex. Alex? Unge hat gesagt, ja, er will das jedes Jahr einmal machen. Und es gab bis jetzt 2016 war das, glaube ich. Also ja. Es hat funktioniert. Lol. Das war wirklich ein Ding. Ich habe Unge nie geschaut, wenn ich ehrlich bin. Wo gehst du? Okay. Ich hole einfach einen anderen Mod, ich mir jetzt zuvor, um dann nochmal hinzugehen. ich habe Unge nie geschaut. Es ist nicht so, dass ich ihn nie mochte. Ich fand ihn einfach nur, keine Ahnung. Ich hab ihn auch nie wirklich geschaut. Ich fand, er war existent, er war okay, aber... War einfach nicht so mein Typ. Ich mag halt so das. Hab ich verstanden, die letzte Minute, oder? Also, es war eher jetzt in den letzten Sekunden ein Problem. Davor hat man dich verstanden, ja. Aber, ich bin ehrlich, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn jemand mit der Pistole ankommen würde und sagen würde, hey, du musst eines dieser folgenden Spiele auf 100% spielen, ansonsten stirbst du. Da würde ich natürlich erstmal sagen, ja, töte mich bitte und ende mein Leid, aber ansonsten würde ich halt sagen,
Also was würde ich noch 5, ist das auch anstrengend auf 100%? Das, ich würde sagen, das dauert länger als BOTW, aber es macht wenigstens mehr Spaß. Also mir zumindest. Warte, Anni, wir müssen kurz nach Japan, Moment. Okay, let's go. Nee, aber ich würde wahrscheinlich dann Mario Odyssey nehmen. Einfach weil zum einen, ich habe es ja schon fast auf 100% gespielt gehabt. Und wenn ich meinen anderen Spielstand nehmen dürfte, ich werde ihm einfach nicht sagen, dass ich ihn schon habe. Dann müsste ich theoretisch nur einen einzigen Mond holen, das wäre relativ entspannt. Aber selbst wenn das nicht gehen würde, ich liebe übrigens die Hute von den Goombas in diesem Land. Piratenhüte. Die Hute? Ah ja. Die Mützen. Die Cappies. Die Hüte. Die Hute. Finde ich sehr schön. Finde ich sehr gut. Aber. Fucking Schnecken, wie sie sich in ihre Panzer. Gummas sind auch gruselig. Muss er einfach so sagen. Vollidioten. Aber ja, ich würde tatsächlich Odyssey machen, weil das. Ich bin ehrlich. Es ist schlimmer, als man es am Anfang denkt. Dadurch, dass es halt so viele Trash-Monde gibt, bekommst du die halt sehr schnell. Vor allem, wenn du halt. Du Guide benutzen darfst. Das geht sogar ohne Guide ziemlich gut. Also, ich hab kein einziges Mal einen Guide verwendet während meinem 100%-Dingens. Deswegen hatte ich den letzten Mond dann auch nicht bekommen, weil ich den literally nicht gefunden habe. Ich habe halt aber die Dingens benutzt. Wie heißt das? Diese Hilfen, die man im Spiel hat. Ach so, den Tod und. Ja, ja. Alles andere wäre Folter. Ich wäre sonst niemals darauf gekommen, dass man sich auf die fucking Bank setzen muss. Und mit dem einen Typen reden muss. Als ob, das wusste ich. Du hast bestimmt das in einem Let's Play oder so gesehen. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Ja, ich habe auch keine Let's Plays oder so gesehen. Ich wollte die Blind Experience. Ich hab's bei Fick gesehen. Wie auch immer das ist. But yeah. Das ist Alblali. Ah. Der Channel von Alblali. Ah, I see, a strong persona indeed. Mhm. Macht er immer noch Speedruns von Odyssey? Ich glaube nicht mehr, oder? Er hat nie Speedruns von Odyssey gemacht. Doch, der hat 2, 3 schon sogar auf YouTube hochgeladen. Ich weiß nicht, wie viel er aber so gemacht hat. Ich verfolge ihn wirklich nicht mehr, also. Ich habe ihn halt zu der Odyssey-Zeit ganz gerne geschaut, aber ich habe ihn nie wirklich gefolgt oder so. Ich mochte den Alblali-Channel eigentlich. Es war damals ein bisschen. Es war niemals wirklich meine Kindheit, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ihn erst voll spät entdeckt, da war ich schon so 14 oder so, aber. Ich fand ihn ganz witzig. Das ist ein sympathischer Typ, ich mag ihn. Auf jeden Fall. Und seine Videos waren eigentlich im ersten Film noch ziemlich unterhaltsam. Ah, nee, ja. Jetzt müssen wir mal Real Talk reden. Okay. Real Talk. Was passiert? Luigi's Ballon. Nein, ich werde dich nicht heiraten. Was? Luigi's Ballonjagd ist scheiße. Kann ich verstehen. Ich hatte meinen Spaß, dass ich an der Ballonjagd. Es war einfach entspannt, um Geld zu farmen, vor allem. Ich hasse es, dass fast jeder Ballon einfach. Diese Glitch-Scheiße ist. Ja. Das ist halt relativ einfach. Wenn du halt die Spots kennst, dann ist es easy. Dann kannst du einfach an den Metern das sehen. Ja, aber ich will nicht die Spots lernen. Ja, besser gesagt, ich habe einige davon einfach gewusst. Und das Ding ist, ich gehe niemals diese Ballons an, die irgendwie 3000, 4000, 5000 Münzen geben, weil das sind zu 100% immer solche Dinge. Ich gehe immer noch nach den Ballons, die ein bisschen, also die halt geringer sind, verstehst du? Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Glitch-Scheiße ist, tatsächlich um einiges geringer. Ballonjagd vielleicht 5 Stunden oder 6 Stunden gespielt insgesamt. Glitzerjagd. Genau, Alex. Ich hab das 5 oder. By the way, ich glaube tatsächlich, dass das Kingdom tatsächlich mein Liebling ist. Weil ich liebe es vom Aesthetic, von den Aesthetics und. Keine Ahnung, ich mochte es. Von den Aesthetics, ja. Kann ich verstehen, aber ich liebe die Aesthetics. Es ekelt mich alles so extrem an. Ich weiß nicht wieso. Ich liebe die Low Poly Scheiße. Es ist irgendwie das süße Gemisch mit. Tomaten und Mais. Ich hasse es einfach nicht. Ich liebe es. Aber ja, kann ich verstehen. Ich mag das Kingdom sehr, auch wenn es eigentlich vom Gameplay her gar nicht mal so nice ist. Fällt mir gerade ein, irgendwie. Irgendwie ist es gar nicht mal so nice. Oh fuck, ich dachte ich kann so meinen Sprung verzögern. Aber mein Lieblings... Oh mein Gott, was war das denn?
Das war gerade wirklich der Drift übrigens. Weil ich wollte eine Stampfattacke machen und er ist dann einfach nach links gedriftet und hat dann halt aber den Dingensprung gemacht. Ich schwöre es. Kein, ja, keine. No doubt. No doubt, ja. Nee, aber was ich sagen wollte. Fick dich. Ja, mein Lieblingsbrudel tatsächlich seinen Auftritt. Ich liebe diesen Pinken. Ich finde ihn okay. Ist mir aber eigentlich relativ egal. Hast du keinen Lieblingsbrudel? Nee, die sind mir alle egal. Die sind alle super. Ich finde es einfach nur gut, dass sie tatsächlich mal eine andere Route gegangen sind als die Bowserlinge. Wie heißt sie noch? Koopalinge, genau. Koopalinge. Auch wenn es eigentlich nur die Koopalinge sind mit anderen Angriffen, aber hey. Ich finde es aber auch gut, dass die tatsächlich nicht nur, oh hey, you've gotta wait and then attack and then wait and then attack, sondern dass du halt tatsächlich eigentlich so gut wie immer angreifen kannst, was ich ganz cool finde. Was einige Bosse um einiges einfacher zu macht, aber auch für Speedruns eigentlich ganz cool ist. Ich habe allgemein das Gefühl, dass Mario Odyssey entwickelt wurde mit dem Sinn, dass Speedrunner existieren und das finde ich irgendwie great. Alleine, dass man bei einigen dieser Impossible Jumps und so einfach dann so Campion dann sagt, oh mein Gott, das war ein cooler Sprung und das zeigt eigentlich schon, oh mein Gott, Alter. Die haben das bedacht. Die wissen es. Natürlich. Ich hasse den Ausdruck Impossible Jump, by the way. Ja, hasse ich auch. Ist einfach nur. Ist halt YouTube-Clickbait. Was erwartest du? Ja, die Hutes sind sowieso die besten. By the way, ich mag diesen Boss nicht. Ich mag den Boss wirklich nicht. Ich hab ziemlich. Ich auch nicht, wirklich. Ich hab auch ziemliche Probleme bei dem Boss. Ist auch das Ding. Ich bin irgendwie ziemlich scheiße im Kampf. Ach ja, da oben ist übrigens eine der lamesten Platforming-Challenges aller Zeiten. Und ich frage mich bis heute, was sie sich dabei gedacht haben, als sie diese Platforming-Challenge gemacht haben, weil. Oh. Da oben bei dem Dingens, wie heißt das? Ach so! Im Kochtopf? Ja, im Kochtopf. Es hat auch niemand gesagt, dass der Boss schwer ist. Das ist einfach scheiße. Ja, ich mag den Boss einfach nicht. Es ist einfach. Gibt's hier irgendwo. Also, das Ding ist. Hä, wo ist die Gumbella? Keine Ahnung. Die ist nicht da, die ist am Anfang des Kingdoms. Oh. Hä, dann warum sind hier Gumbas? Gumbas bedeuten normalerweise immer dieses Spiel nur Gumbella. Mehr nicht. Also eigentlich immer, wo man Gumbas hat, hat man auch eine Gumbella. By the way, die coolste Sache an Odyssey ist, dass man endlich weiß, was unter den Hüten von Hammerbrüdern und anderen Brüdern ist. Die haben die freshesten Haare aller Zeiten. Ich liebe die Haare von den Brüdern. Sehr. Die Frisur ist halt echt ziemlich cool. Bruder, deine Frisur ist heute echt sick. Danke, Bruder, finde ich auch. Deine Frisur ist aber auch echt schick, muss ich sagen. Oder wie auch immer die Leute. Oh mein Gott, die Eltern von den Hammer und Fire Bros, die hatten ja richtig viel Spaß miteinander. Wie viele Kinder haben die denn gezeugt? 8 Milliarden? Bruder, ich küsse deine Hut. Bruder. Oh, was für ein Ehrenbrü. Richtiger Ehrenbruder. Oh Mann, ey. Okay, jetzt Leute, Joy-Con Feature! Joy-Con Feature! Wenn man die Joy-Cons nach unten schlägt, dann schlägt Mario seine Cappy nach unten. Hey, das wusste ich nicht. Als ob du das nicht wusstest. Nee, ich weiß, ich bin schrecklich. Ultra, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dumm bist? Also. Oh ja. Also oh ja. Dumm. Also richtig so dummy oh ja. Dumm. Leute, die mich noch nicht mal eine Woche kennen. Fair. So. Holen wir jetzt schnell den anderen Mond hier. Bup. Wenn man seine Joy-Cons nach unten schlägt, dann schlägt Mario seinen Bruder. Luigi! Wo bist du? Du musst das ausprobieren. Oh Mann. Oh, was ist dumm. Hier ist doch bestimmt noch eins von diesen Drecksdingern. Oh, das ist so ein dämlicher Mond, ich mag den nicht.
Allgemein hasse ich die Hammerbruder-Verwandlung. Bin ich ehrlich. Ich dachte, es wäre die coolste Verwandlung im Spiel. Also, nee. Sie ohne Hut zu sehen, ist das coolste aller Zeiten. Die Verwandlung an sich finde ich scheiße. Mal schauen wir das mal an, ich kann das nicht mal aimen. Ich finde es wirklich großartig, dass die Hammerbrüder Pfannen werfen. Das die Pfannenbrüder. Könnte man ja schon fast sagen. Das sind einfach so eine Familie von Köchen. Das sind die Pfannenbrüder. Ja, das gefällt mir. Nachdem Bowser ein Weep wurde. Stopp! Was? Halt, stopp, Alex, bitte! Mario! Don't slap me, my spaghetti! Oh mein Gott. Alex? Das wird mir halt zu incestuös hier. Alex, ist dir gut? Vielleicht sollen wir einen Doktor rufen. Spaghetti! Spaghetti! Why don't you touch my spaghetti? Mario? Mario! Oh my god. Mario! Mario ist nicht die Peach-Stimme, ey. Das ist sowieso so great. Oh my god. Ich müsste unbedingt mal den Mario-Anime schauen. Oh mein Gott, Anni, ich hab ein Spiel für Freaky Friday. Den Mario-Anime. Hotel Mario. Nee. Es gibt einige Dinge, die ich nicht mal an einem Freaky Friday machen würde. Hotel Mario ist einer dieser Dinge. Was? Hotel Mario ist... Nee. Hotel Mario, das sehe ich nicht ein. Oh mein Gott, Anni, ich weiß! Ich weiß, was das nächste Mario Maker 2 Theme ist. Ein Hotel Mario. Nein, Mario is missing. Ja, das ist ja... Nee, wir haben schon Zelda aus A Legend of Link, okay? Und als nächstes müssen wir halt einfach auch ein bisschen an eine verlorene Generation denken. Wir brauchen CDI, Mario und Link. Es soll alles darauf hin. CDI, Link for Smash! Excuse me, Princess! Du musst den Hebel noch drücken. Ja, ist mir auch aufgefallen. Schaffst du das? Hab ich hinbekommen. Weil ich hab lange LOL, das kann man ja auch so machen! Ich hab das immer mit dem Bro gemacht. Ich hab das immer mit dem Bre gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass es geht. Gebraucht, um zu aimen. Ich wusste gar nicht, dass es mit dem Bro geht. Dass es mit dem Bre geht. Und Alter, das war so ein gutes Mario! 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 Ich mag, also sollte Nintendo irgendwann mal Charles Martinet verlieren, dann würde ich mich wahrscheinlich, dann wäre ich sehr sad, aber ich könnte mich einstellen, Guys. Ich kann Mario rufen im Luigi's Mansion 25. 25? Das ist der 5. Teil und der 20. Teil im Bundle. Okay, tut mir leid. Mach's einfach so wie Kingdom Hearts. Mach dann einfach eine 2.5 und 1.5 und 1.8 und irgendwas. Ja, und 1.5 plus 8, 1.8 und 2.5 und dann das Story so far und dann, und dann gibt's noch irgendetwas, wo jetzt auch, genau Dark Souls 3 included ist. Mhm. Ne, wo dann auch Kingdom Hearts 3 included ist. Das ist so wirr. Dann kommt Kingdom Hearts Re. Es gibt Kingdom Hearts Remind, glaube ich. Was meine Re? Einfach nur Re. Ja. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Es gibt Kingdom Hearts 3, 5, 6 over 2 oder so ein Shit. Es gibt zu viel Kingdom Hearts und ich hab 9 Kingdom Hearts Teile bei mir zu Hause liegen. Ich habe keinen einzigen angefangen. Es gibt auch viel zu viele Persona-Teile. Es gibt. Also wenn wir die Spin-Offs, noch mit dazu zählen, dann ja. Ja, das meine ich ja. Also wir haben Persona 1, wir haben Persona 2, wir haben Persona 2. Ich finde das immer noch so super. Dass Persona 5 in Wirklichkeit Persona 6 ist. Das ist so dumm. Oh mein Gott. By the way, hier! Oh mein Gott, man muss springen! Von einem Ding auf das andere. Oder...
gedacht, so. Ist hier jemals schon mal jemand gestorben? Ich glaube, das ist unmöglich. Ich meine, man stirbt ja nicht mal instant, wenn man da reinfällt. Also. Zweiten DLC-Pass von Smash kommt zu 100% Miyamoto. Ja, genau, ja. Mark my words. Und seine alternativen Skins sind dann Reggie und Iwata. Das muss so sein, okay. Alter, wisst ihr noch damals, als die Mii-Kostüme vorgestellt wurden und alle dachten, dass Reggie und Iwata einfach Smash-Kämpfer werden? Ja, du meinst die Amiibos. Ja, ja. Nee, nicht Amiibos. Das waren, als die Mii-Kämpfer dann halt reingekommen sind. Das war so, oh mein gleiche Präsentation, oder? Ja, ja, kann sein. Wo sind hier die Goombas? Du hast sie getötet. Na egal. Fuck es. Wow, Alex. Wow. Das finde ich viel lustiger, als es eigentlich sein sollte. Ja, da. Uff, Alex. Gab mir der. High quality jokes. Hey, got him. Okay, so geht es nicht. Ah, well. Hol ins Feuer rein, los, oder? Warte mal, warum sind hier Käse-Dinger? Das gefällt mir nicht. I don't like Käse. Ich mag Käse gerne. Ich mag eines an dem Land, und zwar die Bewohner. Die Bewohner sind spitze. Die Bewohner sind wirklich super. Wo kann man nochmal hoch? Ah, von der Odyssey geht man hoch, stimmt, ich erinnere mich. Every journey starts a new romance. The world is calling after you. Okay, wir sehen gerade eben die komplett anderen Texte. Ich bin sehr stolz auf uns. Aber ja. Das Ding ist, was ich wirklich cool fand, das musste ich wirklich appreciaten. Ich weiß nicht, ob du das Spiel physisch hast. Ja, habe ich. Die Lyrics sind da, ich weiß. Ja, ja. Lyrics sind da. Ich fand das so cool. Ich hab's aufgemacht und dachte mir so. Oh mein Gott, das ist so smart. Deswegen immer noch eines der besten Boxcover. Okay, yes! Kann ich von Feuer geschadet werden? Das würde keinen Sinn ergeben. Los, Feuer, Bruder. Mach mal. Ich werde tatsächlich geschadet, finde ich gut. Schlaue Guys. Appreciate it. Wow. Es wird immer schlimmer, Alex. Es wird immer schlimmer. Das alles Elite würde bei der Frage auch erst gut passen. Alex. Wir unterstützen keine solchen Messages. Ich unterstütze keine Koreaner. Zumindest keinen Nordkoreaner. Nordkorea bad. Also unterstützt du auch kein Corona, weil das ist ja das dasselbe. Ja, genau. 100% ist. Geh doch in die Pixelröhre rein. Nein, Anni. Nö. Sehe ich nicht ein. Ich liebe übrigens die Musik. Nein, hier. Bitte geh in die Pixelröhre rein. Nee, ich will erstmal was machen. Damit ich das nicht vergesse. Also es ist jetzt nicht irgendwie der spannendste Mond oder so. Ah, hier ist nur ein Herz. Okay, gut zu wissen. Was ist da hinten eigentlich? Ich hab's vergessen. Weißt du was? Leute. Dosen? Da ist die Lotterie. Oh, die Lotterie. Die ist tatsächlich entspannter, als ich dachte früher. Ich dachte, das wird so mega nervig und anstrengend, aber eigentlich ist es voll entspannt und einfach. Es ist mega einfach, ja. Ja. Also hier, stimmt, hier war ein Mond. Ich dachte, hier oben wäre die goldene Rübe. Aus was für ein Mond auch immer. Gleich mal bannen. Wäre ich in Nordkorea, würde ich wahrscheinlich gebannt werden. Aber dann könnte ich auch nicht für euch streamen, Guys. Weil die haben ja kein Internet. Das ist wahr. Also schon, aber... Aber hart eingeschränkt. So. Zensiert, nein, das ist zensiert. Ja... So stark zensiert wie nichts anderes auf dieser Welt. Oh, ich bin dass gerade alles explodiert. Ah, ist okay. Es ist nur sehr schlimm. Ja, ich bin fertig. Okay, es ist keine M&M's mehr.
M&M's habe ich nie gemocht. So, dann da haben wir das Gespräch auch beendet. Ich mochte M&M's wirklich nie. So einfach, nicht. M&M's sind der Shit? Keine Ahnung. Ich fand sie halt immer nur Shit. Wenn ich ehrlich bin. M&M's habe ich nie gefühlt. Hast du den Pringles gefühlt? Pringles Sour Cream Onion, da bin ich relativ lame. Aber ich liebe eigentlich so gut wie jede Pringles. Ja, ich auch. Außer die scharfen. Ich mochte Barbecue irgendwie nicht. Das hat mir irgendwie nicht so ganz geschmeckt. Ich mochte jede Pringles. Außer die und die und die. M&M's waren ganz okay. Keine Ahnung, ich habe eher halt... Wahnsinn, nächste war großartig. Ich habe tatsächlich halt eher Dingens gegessen als M&M's. Smarties. Fand ich irgendwie besser. M&M's waren niemals. Wusstest du, dass es Gummibärchen-Smarties gab früher? Ja, ja, die habe ich auch okay gerne gegessen tatsächlich. Ich habe die nie gegessen. Und ein Mitarbeiter von mir schwärmt immer davon. Und dass früher. Ich unbedingt wieder zurückhaben will. Und ich denke mir so, the fuck, die können doch gar nicht lecker sein. Die waren okay. Die waren echt ziemlich okay. Genauso wie diese ganzen Smarty. Oh mein Gott, Smarty Schokolade, ich wollte schnell sein, aber dann kam der Drift rein. Smarty Schokolade und so, die sind auch tatsächlich verdammt lecker. Es ist einfach literally Schokolade, nur noch mehr Schokolade ist drin. Schokolade, aber wir packen Schokolade rein. Unexpected Plot Twist. Ah yes, the floor is made out of floor. Oder wie Rin aus Fate Stay Night mal sagt. Ah yes! The Archers are really made out of Archers. Oh mein Gott, warum bin ich gerade zu scheiße, um zu springen? Ich sollte vielleicht nicht... Wie lange streamen wir eigentlich noch? Oh, wir können noch 23 Uhr. Vielleicht noch eine Viertelstunde oder so. Nein, eigentlich nicht. Ich will ins Bett gehen, ich bin fucking müde. Ich bin nicht wirklich müde, aber ich muss eigentlich noch so viel Hausaufgaben machen. Zumindest wegen Englisch am Freitag und ich habe morgen halt keine Zeit. Weil ich bin morgen halt literally tot. Nach der Schule. Schlaf ist ja wohl überbewertet, aber ich hatte gestern 3 Stunden Schlaf, ich hatte vorgestern. Ich hatte gestern 3 Stunden Schlaf, ich hatte vorgestern 5. Oh mein Gott. Ich bekomme das gerade nicht hin mit dieser Steuerung. Das funktioniert gerade nicht. Weil der. Alter, das Drift, so schwer ist das der Raum nicht. Minus driftet! Wie oft denn noch? Ja, genau. Ich hab doch jahrelang gesagt, dass meine Joy-Cons driften und deswegen spiele ich sie ja auch nicht mehr mit denen. Es war heute. Also es ist nicht so schlimm, wie ich es anfangs dachte, aber es ist halt schon bemerkbar für mich. Ihr seht das natürlich nicht, aber ich gehe immer ein bisschen weiter nach oben links. Also so ein bisschen schräg nach oben links, mehr als ich es eigentlich bin. In den meisten Fällen. Deswegen falle ich auch die ganze Zeit nach oben rein. Und so eine enge Passage sind tatsächlich ein bisschen nervig, aber ja. Wir haben es geschafft, Guys. Wir haben es nicht geschafft, Guys. Wir gehen in einen anderen Raum, ich habe keinen Bock mehr. Ich brauch wirklich meinen Pro-Controller dafür. Das triggert mich so sehr. Weil ich will gerne das Kingdom noch zu Ende machen, tatsächlich. So. Gibt's hier einen Mond? Wahrscheinlich gibt's hier einen Mond. Es gibt überall einen Mond. Was habe ich denn gerade gespürt? Ich habe keine Ahnung, was ich gespürt habe. By the way, eine Sache, die ich ganz cute finde, sind tatsächlich die Rosalinas. Wo es gibt auch eine Pixel Rosalina. Ja. Aber die Pixel Peaches und Marios, die sind eigentlich ganz lieb. Finde ich nett. Like that, appreciate it. Okay. Ob es für Porn davor? Okay. Es gibt auf jeden Fall Katzen-Rosalina-Porn. Ich liebe Rosalina, also. Ich weiß das. Katzen-Rosalina und Rosalina und Porn? Ja, es ist great. Es gibt literally nichts Greateres auf diesem Planeten. Hoffe doch. Es gibt Megumin-Hentai. Natürlich gibt es Greateres auf diesem Planeten. Oh, es gibt kein Yuri-Hentai. Das wird noch kommen. Ich glaube dran. Eines Tages. Spiel muss erstmal rauskommen. Also die Erweiterung. Erweiterung ist schon draußen seit letzter Woche. Wirklich? Deswegen habe ich was ja gesagt, mit Fire Emblem ist es jetzt zu Ende. Was Dinge angeht. Nee, ich habe kein Geld. Ja, hast du schon. Okay. Und ich habe also ja noch nicht das Base Game fertig. Ich will erstmal das Base Game fertig machen und dann das DLC. Du willst nicht mal Geld für Yuri ausgeben. So wenig ist er dir wert. Ja. Ich hab. Mein Cross ist zum Glück wieder weg. Ich war hier noch nie. Highly appreciated.
Hätte mich auch gewundert. Oh mein Gott. Danke. Ich liebe übrigens diese 2D-Passagen eigentlich ziemlich sehr. Die finde ich ziemlich cool. Appreciate. Das hier ist cool. Aua. Weil so mit dem Raum gespielt wird. Du machst das gut. Gib mir Leben! Ich will leben! Fuck. Leben! Minecraft Leben! Leben war super. Ich hab Leben nie zumindest geschaut, glaube so, ich. Ich auch nicht, aber... Leben war super! Ich hab es nie geschaut. Ja, ich hab's nie geschaut, aber wir hatten unser eigenes Leben. Alex und ein paar andere Freunde. Wir hatten unser eigenes Leben. Dann kam das Internet und wir hatten es nicht mehr. Yeah. Fast and Furious Joy-Con-Drift, oh mein Gott. Alex, stop it. Get some help. Ich weiß auch nicht. Nintendo will kein Geld, Alex. Warum macht Nintendo keine Skins in Smash Brothers? Ich würde so hart mein Geld dafür rausgeben. Macht Lootboxes in Smash mit Skins. Ja, macht Lootboxes. Lootboxes sind großartig. Ey, für Skins, also wenn es nur wirklich um Skins geht, ich hätte Bock drauf. Ich hätte absolut kein Problem damit. Ich hatte keine Ahnung, dass da am Mond ist. Oder macht einen Battle Pass. Alle guten Spiele zurzeit haben Battle Passes. Battle Pass. Ey, ich bin ehrlich, ich würde es suchten. Dann hätte ich nämlich eine harte Motivation. Du suchst jeden Battle Pass, Anni. Zumindest für den ersten Monat, ja. Weißt du, Alter, vor allem, wenn ich dann... Oh, stell dir mal vor, ich hätte dann Persona 3 Protagonist als ein Skin für Joker. Ich würde sterben. Ich würde einfach sterben. Vor Glück. Ich würde mein Leben einfach lieben. Das wäre einfach der schönste Tag meines Lebens. Das wäre schöner als... Mann, wenn ich nicht wäre, hättest du niemals erfahren, dass es Joker in Persona 5 gibt. Nee, dass es Joker in Persona 5 gibt. Ich hätte es niemals erfahren, dass Joker Teil von Persona 5 ist. Definitiv nicht, nein. Das war übrigens gerade ein sehr schöner Sprung. Ich liebe es. Hey, guys, wusstet ihr? Joker wurde von Persona 5 confirmed. Ist ja gut, in Smash, besser? Er ist sogar Teil von Persona 5 Royal. Und Persona 5 S, guys. Oh mein Gott. Ich freu mich so sehr auf Royal. Oh mein Gott, ich werde es so lieben. Ich freu mich sehr auf Royal. Ich freue mich sehr auf S. By the way, Hast du gesehen das Statement von Atlus? Ja, natürlich. Ich bin der Atlus-Mensch. Ich sehe das. Meine komplette Timeline besteht nur aus Atlus. Ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben, aber hey. Warte mal, vielleicht habe ich es doch nicht gelesen. Ich dachte, es geht jetzt gerade eben darum, dass Persona 5R rauskommt auf der Switch. Also besser gesagt, dass Persona 5 auf die Switch kommt, wenn es genug Fans gibt, die das wirklich hart finden. Ja, das meinte ich auch. Oh, achso. Gut, haben wir das geklärt. Es gibt ja viele Fans, die das verlangen, what the fuck? Mindestens war aber jemand von Atlus West, die das sowieso nicht entscheiden kann, und das hat sie auch gesagt, aber sie hat nur gesagt, dass sie ein strong believer davon ist, dass man niemals seinen Traum aufgeben sollte und man immer laut sein sollte, weil nur so können die Leute dann, nur so können dann halt die Wünsche gehört werden. Das war alles, was sie da gesagt hat. Und dann sind die Leute ausgerastet. Ich brauche Persona 5 R nicht auf der Switch oder allgemein Persona 5 auf der Switch. Ich hab's jetzt sowieso schon. Ja, aber ich brauche es auf der Switch. Aber ich bin ehrlich, ich würde es highly appreciaten, wenn es mehr Leute gibt, die in Persona drin sind. Vor allem im deutschen Persona. By the way, die All-Out Attacks heißen schwerer Angriff oder irgendwie so etwas. Nee, mächtiger Angriff. Und da dachte ich schon. It's an all-out attack! Es ist ein mächtiger Angriff! Ihr weiß nicht, es ist... Und dass sie auch... Sie hätten nicht Phantom Thieves übersetzen müssen. Bye-bye, Alex. Gute Nacht. Haben sie das? Ja, sie haben... sie übersetzen Phantomdiebe. Wir sind die Phantomdiebe. Phantomdiebe klingt aber voll cool. Na. Du bist ein ekelhafter Deutscher, ich merke das schon. Ich bin kein Deutscher.
Widerlich. Outplayed. Widerlich. Du bist einfach ein richtiger Möchtegern-Deutscher. Ekelhaft sowas. Du solltest dich schämen. Nee, aber... Deswegen, nur deswegen. Alter, wie viele Coins sind da bitte schon noch? Guys! Übertreibt nicht. Okay, wie komme ich da am besten dahin? Wie viel machen das? 50? Vom Gefühl der Chance. Es gibt ja den Impossible Jump von ganz oben hier nach unten. Der sehr impossible ist. Ja. Ich nehme jetzt einfach den Damage, ist mir egal. Stimmt, das geht fuck. Ja auch. Fuck, ich hab's verkackt. Ich shit. Wartet, ich bekomme das hin, ich kann wie das. Wie kann man das denn verkacken, hä? Ich kann das. Das geht doch gar nicht. Ich hab vorhin den Impossible Jump hinbekommen, ich kann das. Was, du hast einen unmöglichen Sprung möglich gemacht? Ja. Ich hasse dieses Wort so sehr. Fuck, ich, mein Brain ist gerade eben leicht broke. Irgendwie bekomme ich das nicht gerade. Ja. Ist der letzte Mond, guys, wir bekommen den noch hin. Shit, aber, ja genau, dann können wir den Stream beenden in der Weep Wells. Die ist ja da als nächstes dran. Fuck. Ich bekomme das nicht mehr hin. Stimmt, man muss normalerweise dann... Ah, okay. Nee, das ist mir zu getimed. Ich mach das nicht so. Das ist mir zu viel Arbeit. Das ist so anstrengend. It's impossible to do so. Nee, das Ding ist, das macht man zwar normalerweise so, aber das ist halt ein spezieller Cycle, weil du musst dann halt... Du kannst es so nicht schaffen, außer du benutzt dann halt... Die Verwandlung da halt gegen Ende, ne? Also die musst du halt dir schnappen. Und das, ich hatte halt kein gutes Timing, was das anging, weil ich halt vergessen hatte, dass man dafür ein Timing braucht. Deswegen, I don't know. Aber wisst ihr was, wir machen es jetzt einfach. We'll do it easy. Oder easy work. Okay. Min, kannst du bitte... Hänger. We'll do it in the intended way. Aber erstmal will ich hier... wo war das? Ne, man muss hier einfach nur runterspringen, oder? Ich weiß nicht mehr. Kann man noch irgendetwas anderes hier oben machen? Mit dem Ding? Ich glaube nicht. Back. Egal. So. Hallo? Guten Tag, Herr von uns zu Ultra. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass ich weg bin. Oder war? Du warst weg. Ja. Du warst ein bisschen stumm. Wir haben den letzten Mondgeist, wir gehen jetzt noch in die Weep-Welt, aber machen da nichts mehr. Okay, perfekt. Dann wird der nächste Stream heißt Embrace the Weep. Oder irgendwie sowas. Aber ah ne, der Manga-Filter. Ne, den gönnen wir uns das nächste Mal wieder, weil dann haben wir das Samurai-Outfit. Dann sind wir wahr. Du zögerst es einfach raus, damit du die Klicks farmen kannst. Ja. Oh Mann. Oh, es ist jetzt noch ein King. Nee, warte, davor kommt noch was. Wir kommen noch nicht in die Weep-Welt. Wollen wir den Drachen noch machen? Oh mein Gott, Dark Souls! Eine Sache, die Odyssey besser macht als Dark Souls. Sie schaffen es, einen interessanten, spaßigen Drachenkampf zu machen. Tatsächlich. Hat er dich gesagt? Hab ich gesagt. Der normale Kampf gegen Calamity ist ganz okay. Der so Kampf hier ist aber... Guys. Das war auch so eine epische Sache, als ich das Blind hier gespielt habe und plötzlich kam dann dieser Skyrim-Drache da einfach. Jetzt ist auf einmal ein Skyrim-Drache, okay. Ja, keine Ahnung. Früher haben die Leute alle so gesagt, ist das hier Skyrim? Ich hab immer Dark Souls. Nee, Dark Souls habe ich nie gehört, irgendwie in dem Vergleich. Weil es ja nicht schwierig war. Ich hab immer Dark Souls gehört. Nee. Ja, nein! Oh. Nee, hast du nicht gehört. Nee, ich weiß, was du gehört hast. Es geht ja nicht drum, dass es schwer ist. Ja, ich weiß, klar. Aber wir haben schon voll viel erreicht, Guys. Wir haben dieses Mal zwar nur 4 erreicht, anstatt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dingern, aber egal. Passt schon. Ist okay. Geh noch in Dark Souls rein. Nö, das sehen wir dann im nächsten Mal, Guys. Oh Mann, weißt du, was mich an der Dark Souls Welt richtig aufregt? Was denn? Das ist so ein kleiner. Es gibt so viele coole Ruinen im Hintergrund, aber man kann sie nicht erkunden. Ja.
Es ist allgemein halt eine sehr kleine Welt. Aber es ist... Ich liebe aber die Scheiße. Die sieht so schön aus. Das sieht so gut aus. Ich liebe die Scheiße. Sehr exquisite Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist wahr. Sehr genüsslich. Also ich würde schon sagen, vor allem die Konsistenz ist eigentlich auch ganz nett. Sehr schock. Aber ich bin ehrlich, ich bin eher so der Trinker, was Scheiße angeht. Ah ja. Wieso bin ich sub bei dir? Toby. Antwort auf alles ist Toby. Jetzt hab ich mir die Moke gekauft. Das ist schon besetzt. Ach komm. Du bist ein Genie. Aber ja, Guys, hab ich alle ganz zu dem Fall vor allem euer Geld. Bitte, lasst keinen Hydranten rein, das wäre wirklich sehr, sehr deep von euch. Ultra, deinen Job! Und werdet nicht von alten Omas überfahren, sorry. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal, Guys. Hab ich alle ganz toll. Bye bye. Und danke Timmy fürs Geld und danke für den Sub. Gut, Alter Tobi. Vielen lieben Dank. Und dass du heute dabei warst, Ultra. Oder habe ich noch irgendwie was? Na, geht doch. Bye! Bye! Ich finde es übrigens super, wie Timmys letzte Worte waren. Hallo, bye. Tschüssi!